Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Borderlands 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bleibt dran, es wird jedenfalls wieder spannend. Wir sind auf der Jagd nach dem Feuerhawk. Und nachdem wir in der letzten Folge ziemlich weit vom Weg abgekommen sind, schlage ich vor, gehen wir wieder den Weg lang. Robert, Patty, das ist beides der falsche Weg. Gehst du da nicht wieder hoch? Nein. Doch, da geht's aber lang. Da geht's aber nicht hoch. Doch, wir sind doch von da gekommen. Ja, wir sind da eine Klippe runtergesprungen. Daniel, wir sind wirklich von hier gekommen, glaub mir. Du schenkst mir deinen Raketenwerfer, wenn wir hier nicht hochkommen. Vergiss nicht, ich habe einen starken und einen schwachen. Du kriegst einen schwachen. Nein, du schenkst mir den, den ich dir gegeben habe. Da ist was. Wir kommen hier nicht hoch. Wir sind in eine Klippe runtergesprungen. Warte, wir kommen da hoch. Das ist der falsche Weg. Nein, das geht nicht. Guck mal auf die Karte. Warte. Ach du Scheiße, Spider-End. Wir kommen da nicht hoch. Wir müssten höchstens komplett wieder rumlaufen. Ich dachte... Laufen wir eben rum, aber hier waren wir noch nicht. Und hattest du echt Angst vor Spider-Ends? Naja, es war halt ein bisschen überraschend, dass die auf immer kamen. Ist überhaupt nicht verdächtig mit den ganzen Nestern hier. Okay, das ist ein bisschen unfair mit der Shotgun. Ich wette, hier kommt bald eine Spinnenkönigin raus, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, wie schön die glitschen. Ah, das ist ein Nest. Okay. Nein. Captain Obvious schlägt zu. Ey, das ist ja geil. Ein Skelettfisch. What the fuck? Kann man da irgendwas machen? Ein Skelett von einem Fisch? Ah! Tatsache. Das ist cool. Ist genau wegen solchen Sachen geht man hier weiter. Wegen solchen Kleinigkeiten. Weil mitten im Nichts, mitten auf so einem Berg, ne? Geil. Ah, Megalodon. Eindeutig ein Megalodon von der Größe her. Schade. So. Oh, hier hinten geht's weiter. Nett. Kommt man irgendwie zu dem Nest hoch? Bestimmt. Ah, hier. Freund. Robert, nee, ist nicht ein Nesthocker. Hier ist leider nicht. Aber das wäre cool. Vielleicht um die Ecke irgendwie? Nee, leider nicht. Schade. Oh, hi. Bett ist normal in die Richtung hier. Schön, Robert ist auf der komplett anderen Seite. Ja, ich bin einfach nur hier links weitergegangen. Warum nicht? Weil es hier hoch geht. Hier geht's nämlich auch hoch. Ich glaube, hier geht's zu dem Haus hoch, was wir erst gesehen haben. Deswegen will ich ja erst hier lang gehen. Erstmal hier erkunden. Hier ist so ein scheiß Bett, erstmal Marder. Geh drauf, du verdammter Typ. Ah, hier kommen wir wieder zurück, glaube ich. Yeah. Das ist die Höhle hier. Oh, was hat er gerollt? Sie ist verwirrt. Meine Muckis ab, Muckis. So. Nice. Hier kommen wir wieder zum Anfang, wo wir eigentlich hinwollen. So. Hehehe. Ah, nee. Okay. Oh. Schön, wie Robert da oben rumgammelt. Das wird nicht. Passt schon. Da kommen wir jetzt nicht hin. Geh drauf. Keine Chance. Geh drauf, du dämlicher Scheiß-Psycho. Dämlicher Scheiß-Psycho. Ja, ein Scheiß-Psycho. Kein normaler ein. Pyronormal, lass mich doch mal in Ruhe. Ist schön, wie es einfach nur EP hagelt, ne? Wollen wir nichts machen? Richtig. Machst du fein, Robert. Gerne. Wollen wir Robert helfen? Nein. Ich krieg das hin.
Ich bin hier alleine lang. Bei Ben, dann können wir hier links, glaube ich, runtergehen. Hey, ich hab's doch noch wirklich geschafft. Ja. Ah, hier hinten geht's doch weiter. Ah. Hey, wo? Da? Ja, hier kommen wir wieder zu dem Nest. Müsste einfach nur weitergehen. Nee, warte mal. Doch, doch, die sind richtig. Ah, doch, ja, hast recht. Ups, das war Granate, sorry. Wollte ich jetzt gar nicht. Egal. Oh, ich hab gepupst und hinter mir ist die Schule explodiert. So, jetzt bestimmt irgendwie weiter. Wie geht es jetzt zu diesem verfickten Haus? Da will ich hin. Robert, du und dein verficktes Haus. Ja, ich will zu diesem Haus. Ich will wissen, was da drin ist. Da ist deine Mutter drin. Nein, das will ich nicht. Wie geht's? Hey, steige auf! Explosion über Explosion über Explosion, herrlich. Medium. Könnte man irgendwo den Strom abstellen? Ich hab ihn gerade abgestellt. Der ist gerade abgestellt, wollte schon sagen. Ah, hab plötzlich auch gehört. Und was gibt's so Schönes drin? Hyperion. Hyperion Sniper, dieser schlechteste ist meine. Ja, sind alle schlechter, viel schlechter. Ah, dann nehme ich sie mal. So, dann würde ich sagen, weiter geht's, hier drüben. Muckis! Ach, ich liebe meine Granaten. I think I spider. Oh Gott! Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Doch, hab ich. Ah, hier hinten, das geht zum Haus. Juhu! Und lass mich raten, was ist da drin? Wirklich Roberts Mutter. Robert! Du kommst sofort nach Hause! Ein Echo? Geschichte Pandoras wieder. Ist doch genau dasselbe Ding. Hier ist doch auf. Schade. Ich dachte, hier ist irgendwas. Ernsthaft? Nee, das ist echt nicht. Du weißt, meistens ist es so, solche abgelegenen Orte haben irgendwelche coolen Sachen. Der Himmel erleuchtet von Feuer und Blut. Naja. Und Kugeln schreien. Einer unserer Späher kam wie immer von seiner Morgenpatrouille zurück. Außer, dass er dieses Mal brannte. Seine Haut war schwarz und burn, baby, burn. Seine Stimmbänder gekocht. Als wir um ihn kreisten, bereit seine Kohle aufzuteilen, schrie er mit letzter Kraft ein Wort. Firehawk! Welch epische Geschichte. Die epischste. Gut, ich hab dir ja gesagt, dass es so kommt. Wirklich. Nein, danke, geht schon wieder. Zack, zack. So. Hä? Okay. Oh, wir sind wieder an der Verkaufsstation. Und wir landen zum dritten Mal an dem Punkt, wo wir gestartet sind. Jetzt haben wir fast die ganze Karte erkundet. Oder fast die ganze. Jetzt können wir uns aufs Missionsziel konzentrieren. Oh, hier unten ist noch eine Talkiste. Sniper und SMG, die aber schlechter ist als meine. Kaum zu glauben. Geronimo! Simpson, Secretary! Dass ich kein Bäcker bin. Huch! Na klar, wer gelandet? Landet natürlich auf diesem brennenden Ding? Ich. Dazu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat. So.
Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? wir müssen versuchen, da irgendwie hinzukommen. Ja, wir sollen den Bloodshot-Schildern folgen. Immer noch. Jetzt seit der mittlerweile zweiten Folge. Oder schon länger eigentlich. Oh, was ist denn hier? Ja, da geht's nicht weiter, Patty. Ich hab auch schon geschaut. Kann man hier nicht hochklettern oder sowas? Da kommt nein, man nein. Irgendwann zurück. Stimmt, das ist ja von dem... Ja, okay. So. Wir müssen da lang und dann müssen wir dann irgendwann nach rechts. Der Goya liegt hier immer noch. Lass ihn liegen, lass ihn gammeln, das ist ein Goyat. Der gammelt gut. Ach nee. Das ist eindeutig der Beweis, dass wir, dass das die letzte Folge ist, die wir aufnehmen heute. Glaube ich nicht. Das ist ein Goliath. Ein Goliath, ja. Daniel, bringt das mit dem Springen eigentlich irgendwas? Ich weiß nicht, das ist lustig. Nee, bringt nichts. Vorhin, was macht mein Commander für Sound, wenn er springt? Als ob er ein Mädchen ist. Ah. Es ist ein Mädchen. Ja, na klar, logisch. Deswegen hast du den Charakter ausgewählt, passt zu dir. Nein, ich schieß jetzt nicht, ich will nicht nochmal sterben. Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand stirbt und ich mich kaputt lachen will. Was für eine witzige Story. Ja, mega witzig. Treffen wir hier zufällig bald auf die Spider-Endkönigin? Nein. Kommt ihr erst später? Ja. Oh Gott, woran man sich noch nach keine Ahnung wie vielen Jahren ein Spiel erinnert. Ja. Schön ist, dieser Spider-End hat sich gerade selbst gekillt, weil er mich angegriffen hat. herrlich. Ich erinnere mich hieran. Ach du Scheiße, ey. Nee, ich erinnere mich Money. Wirklich. Scheiße, ey. $4! Wow, der Weg hat sich gelohnt. Ich wollte schon sagen, geh tot. Die alle. Die sind alle tot. Darüber? Ja, ich komme rüber. Au. So. Alter, spinnst du? Spinnst du, du Sackgesicht? Oh, was ist denn hier drin? Okay, eine. Kommst du klar, Robert? Ja, klar, warum auch nicht. Nein, ich brauche einen Gegner oder irgendwas. Ah, so ein Scheiß. Wo sind die denn da oben? Moment, ganz schlecht. Das bringt mir auch nichts. Du sterbst nicht heute. Du sterbst jeden Tag. Ich sterb nicht heute, ich sterb jeden Tag. Das ist aber sehr nett. Vor allem das Schöne ist, ich stehe neben dir, heil dich und was macht der? Er schießt auf dich, der sowieso schon tot ist. Aha. Ich liebe diese Shotgun so sehr, ich würde mit dir ins Bett gehen. So. Was machst du dann mit ihr? Du schottest sie, ne? Oh ja. Du verpasst dir ein paar Iridium. Nicht nur sie kann schießen. War der peinlichste Macho-Spruch, den du jetzt vom Stapel lassen konntest. Ja, aber der passt zu der Tageszeit. Das ist es. Das Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Oh, Gott im Himmel! Mein Bett ist! Siehst du? Fallen. Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Oh, Leute, hier ist so ein Zeichen.
Ja, mache. Meine Muckis ab, Muckis! Ja, das müsst ihr schon selbst erkunden, das Zeichen. Achso, scheiße. Robert nimmt erstmal alles mit, alles klar. Ja, sorry. Du, Paddy, du weißt ganz genau, dass das viel schlechteres Zeug ist. Wo ist denn das Zeichen? Hier links. Also für dich rechts. Patty, unter dir. Also fast unter dir. Ich wollte ja gucken, was hier oben ist. Ja! Kult der Kammer. Nicht zu übersehen. Wert ist Rang 5. Weiß. Hab ich jetzt irgendeinen Token bekommen? Nee, war. Leider nicht. Naja. Nada. Ich bin mir sicher, davon gibt's in jeder Region 3. Es sind immer unterschiedlich viele. Ja, hier waren es beispielsweise 2, was schon mal deine Strategie ist, wenn es deine Theorie widerspricht, Robert. Aber ich musste 3 in der Region holen. Nein, 2. Bei mir stand aber 3 von 3 jetzt. Aua, oh. Falle, okay. Feuer, es brennt. Oh Mann, scheiße. Mann! Ich meine, diese Rohre sind ja nicht nur mehr als offensichtlich dahin gemacht, ne? Nein, sind sie nicht. Wir sehen sie nicht, wir sind so doof. Oh, oh, das sieht aber schön aus. Aber, Robert, komm mal zurück. Oh, spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Oh Gott. Ja, lass deinen Bohrer da, wo er ist, Jack. Den wollen wir gar nicht erst sehen oder kennenlernen. Wir beenden an dieser Stelle die Folge Borderlands 2. Und werden mal sehen, was uns hier hinter dieser tollen Stahlträgerkonstruktion über Stacheln erwartet. Ja, das ist Arbeitsschutz vom Feinsten. Egal. Wir hoffen, euch hat die Folge Borderlands 2 gefallen. Hoffentlich finden wir noch ein paar Helme. Genau. Die brauchen wir definitiv da unten. Guckt euch das mal an, das ist dann mehr als lebensgefährlich. Robert, spring mal rein. Ja, klar, hier. Nein, nein, ja. Nein, ich spring da nicht rein. Oh, schade. Ah, warte, ich kann ja hier machen. Warte. Schade. Warte. Du kommst nicht vorbei! Ja, das ist jetzt mehr als peinlich gewesen. Schön, dass ihr dabei wart, hier bei diesem legendären Ende von Borderlands 2. Weiter geht's in der nächsten Folge. Seid gespannt, es wird lustig und chaotisch. Eure Chaos-Ossis. Ciao. Ciao.